Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und grüße euch herzlich zum neuen Manga Erstendruck. Heute besprechen wir einen Neustart von Tokyopop, auf den ich eigentlich sehr heiß war. Und zwar Angels of Death. Warum genau ich darauf nämlich gespannt war, erzähle ich euch nachher. Erstmal, worum dreht es sich denn in Angels of Death? Und ja, dabei steht im Mittelpunkt halt die 13-jährige Rachel Gardner, die halt eigentlich ins Krankenhaus ging, nur plötzlich sich in einem seltsamen Gebäude wiederfand. Und ja, suddenly jagen mehrere Leute sie und wollen sie umbringen. Und natürlich, Rachel will zu Beginn halt, naja, überleben, also. Ja, muss sie nun halt irgendwie herausfinden, was genau geht hier gerade ab, was sind das für Typen und wie entkomme ich hier und überlebe das Ganze. Und nun zu den Grundinformationen. Angels of Death ist in 12 Bänden beendet, kostet 7,50 Euro pro Band. Die Originalgeschichte stammt von Makoto Sanada und die Zeichnung von Kudan Naduka. Und ja, das ganze Ding kommt halt auch noch mit einem Buchrückenbild daher, was ihr hier seht, was ich tatsächlich sagen muss, richtig sexy aussieht. Und ist es eben noch übersetzt aus dem Japanischen von Sascha Mandler. Nun aber, warum war ich denn hier eigentlich wirklich gespannt drauf? Relativ simpel. Angels of Death ist nämlich die Adaption eines RPG-Maker-Spiels, also eines Indie-Games aus Japan, was, by the way, auch auf jeden Fall auf der Nintendo Switch zum Beispiel verfügbar ist. Und ich bin an sich ein großer Fan von diesen RPG-Maker-Spielen, die so simpel sind, aber halt in der Regel halt wirklich von einer einzigen Person halt gemacht werden. Ich mag das. Ich spiele sie zwar nicht oft, weil die meisten gibt's nur am PC und ich bin halt ein Consolero, aber ich mag allein die Ästhetik davon. Und als ich dann halt realisiert habe, oh, das ist ja ein Manga dazu, oder doch so? Ja. Leider Gottes wurde relativ schnell bekannt, dass Tokyopop hier mal wieder die Käufer so ein bisschen für dumm hält oder für dumm verkaufen zu versucht. Und zwar steht einerseits hinten drauf der Manga zum gleichnamigen Anime. Das haben sie dann auch bei der Ankündigung geteasert mit der Manga zum Anime-Hit auf Netflix, irgendwie sowas. Was halt, naja, offensichtlich schwachsinnig ist. Weil es ist der Manga zum Spiel, nicht zum Anime. Ich vermute halt einfach mal, sie haben das halt bewusst so formuliert, weil das besser klingt, wenn man sagt, oh, zum Anime, als ja, von irgendeinem Indie-RPG-Maker-Spiel. Das ist halt das erste, wo die erste Lüge mehr oder weniger von Tokyopop gewesen. Und die zweite ist, das Ding läuft unterm Shonen-Segment bei Tokyopop. Auch das ist halt einfach eine komplett dreiste. Ja, lässt sich streiten, ist es eine Lüge oder. Ja, es ist eine Lüge eigentlich, in meinen Augen zumindest. Denn für mich sind die Demografien halt immer gleich. Wenn das Ding in einem Shoujo-Magazin erschienen ist, was es tat, dann ist das für mich halt ein Shoujo-Manga. Da kann auch ein deutscher Verlag herkommen und sagen: Ne, also. Für uns ist das ja eindeutig ein Shonen-Manga, das ist ja deutlich eher was für Jungs, weil, ne, Horror und so. Das ist halt, ne, also diese Argumentation habe ich schon öfter gehört, wenn es nicht darum geht, dass die Demografie für den deutschen Markt geändert wurde. Das ist halt einfach schwachsinnig und in meinen Augen halt vor allem einfach fragwürdig, weil, hey, auch Frauen können Horror mögen. Das heißt, ein Shoujo-Horror-Manga hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Und das war halt so ein Punkt, wo ich schon im Vorfeld war, so, ah. Na, come on. By the way, auch das mit dem Anime, das muss Tokyopop gewusst haben, weil im Band selber halt auch darauf hingewiesen wird, dass das Original ein Spiel ist und kein Anime. Der Anime wird hier zu keinem Zeitpunkt referenziert. Was auch logisch ist, das Ding startete 2015, der Anime kam 2018. Aber, ich hasse es einfach, wenn Verlage so eine Scheiße abziehen. Aber vielleicht ist der Manga als solches ja geil. Nein. Es ist leider scheiße, schon fast. Also, man muss sagen, ja, an ein, zwei Stellen merkt man so einen gewissen Charme. Da ist nur halt das Problem, der Charme von dem Werk, den man hier vielleicht beim ersten Lesen verspürt, kommt nicht daher, dass das nur so eine super duper Adaption ist, sondern ähnlich wie bei Konosuba, der Manga-Adaption, halt das Original einfach geil ist, wird so halt charmant zu sein scheint.
Und man liest dieses Werk hier und denkt so, ja, man merkt wirklich, der Mangaka hat einfach wahrscheinlich eins zu eins geguckt, okay, was passiert jetzt gerade im Spiel, und hat das dann einfach ins Kapitel übernommen. Wirklich immer eins zu eins, dass du halt so oft Momente hast, wo du denkst, ja, okay, hä? Und das Problem ist, du kannst ein Medium nicht immer eins zu eins adaptieren. Es gibt gewisse Sachen, die funktionieren in einem visuellen Medium wie Manga zum Beispiel gut, aber dann eben auch Elemente, die funktionieren vielleicht in einem Spiel besser. Zum Beispiel, gerade zu Beginn wird eben Rachel von einem crazy Typen verfolgt, dem Zack, wie er dann genannt wird. Das ist die Sache. Im Spiel wird das wahrscheinlich halt wirklich so eine Art Angst auslösen, weil der scheinbar richtig schnell ist, so wie es aus dem Text hervorgeht, also bezüglich dem Spiel. Im Manga denkst du, ja, okay, der taucht da plötzlich auf und dann, ja, die rennt kurz weg, aber du hast nicht wirklich so das Gefühl von, ja, so richtig Anspannung. Das Ding ist halt wirklich null Horror in meinen Augen. Das ist halt einfach eine Adaption, die sich viel zu nah am Detail hält. Auch zum Beispiel typisch für solche RPG-Maker-Horrorspiele ist zum Beispiel Rätsel mit Schlüsseln und Co., dass man da einen Schlüssel findet und dann da was öffnen kann. Das ist hier halt auch der Fall, dass du, oh ja, ich habe jetzt hier einen Schlüssel, und dann geht Rachel wohin und kann ein Schloss oder so ähnliches öffnen. Das Problem ist, das ist super langweilig, und man liest das so und denkt so, ja, hä? Hä? Hat so viele Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, hier hat man es ein bisschen zu genau genommen mit dem Adaptieren. Und so gibt es dem Werk keinen eigenen Charme. An einer anderen Stelle hingegen wurden Rätsel halt komplett dann geskippt, scheinbar. Was ich dann allerdings auch wieder weird fand, weil zunächst wirkt so, als würde man sich zu nahe halten, und dann macht man so eine Abweichung. Und ich muss sagen, ich fand die Abweichung zum Beispiel wieder ganz nett. Einfach weil es halt so ein Rätsel angeteasert wird und dann einfach, fuck it, ich schaue jetzt alles zu. Geröll. Das fand ich zum Beispiel dann wieder charmant, wenn es halt einmal sich nicht so genau ans Original hält. Allerdings hat der Manga halt noch ein weiteres Problem, das Pacing. Das Ding ist unfassbar weird vom Pacing. Es fühlt sich super schnell an. Das heißt, man lernt direkt im ersten Mal mehrere der vermeintlichen Gegner kennen. Dass man denkt, ja, okay, what the fuck? Und das alles passiert halt einfach viel zu schnell. Es wird sich keinerlei Zeit genommen. Sondern halt wirklich so, ja, bam, 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 bam. Auch wie eben zum Beispiel die Verfolgungsjagd durch Zack. Das ist im Manga, so, keine Ahnung, zwei, drei Seiten gewesen am Anfang. Das war so im Original wahrscheinlich halt deutlich länger, oder hat sich zumindest länger angefühlt. Und das ist halt dieses große Problem von Angels of Death. Es hat keine Daseinsberechtigung. Ich finde halt vom Artstyle her ist es schon wieder ganz nett. Ein bisschen halt anfängermäßig, aber das gefällt mir tatsächlich. Aber ich sehe hier halt wirklich keinen Grund, das Ding hier irgendwie zu lesen. Es ist viel zu schnell vom Pacing. Es ist stellenweise einfach super langweilig. Die Charaktere wirken zumindest in der Adaption hier einfach, naja, langweilig, und es ist schon fast schade drum, weil, hallo, Buchrückenbild, das Buchrückenbild ist halt hier wirklich geil. Aber als solches, das Werk ist, ganz ehrlich, kannst du in die Tonne kloppen. Und vor allem, ich sag mal so, warum sollst du 90 Euro für die komplette Reihe zahlen, wenn du das Spiel, was halt offensichtlich besser sein wird, für, ich glaube, 12,50 € war es zumindest auf der Switch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei PlayStation, Xbox und zumindest, ich weiß nicht, auf welchen Plattformen es jetzt alles erschienen ist, aber für 12,50 € bekommen kannst. Das ist halt das große Problem. Ich sag hier offen ehrlich, ich glaube, Angels of Death, das grundlegende Spiel, ist bestimmt ganz cool. Wenn es nochmal im Sale ist beim Nintendo oder so, werde ich mir das bestimmt auch mal geben. Aber der Manga? Nö. Dafür solltet ihr keine 90 Euro zahlen. Vor allem frage ich mich, was soll in diesen 12 Minuten bitte alles passieren? Der Manga hat so ein freaking schnelles Pacing des Dings. Da kann man doch keine 12 Bände mitfüllen. Man fängt das an und denkt so, ja, okay, das geht vielleicht 5 Bände.
Ich frage mich eh, wie das 12 Bände bekommen hat. So ein Manga würde normalerweise in Japan super flott geäxtern. Und es ist halt schade. Es ist wirklich schade, denn die Aufmachung hier auch hier mit den Federn, dass das Ganze so hervorgehoben ist, ist geil. Rein von der Aufmachung her hat sich Tokyopop hier nämlich wirklich Mühe gegeben. Wir haben es an einzelnen Stellen in meinen Augen zumindest gelogen. Aber rein von der Aufmachung her super. Aber als mein Fazit, Angels of Death, ne, das ist kein Horror. Das ist einfach eine viel zu genaue Adaption, ohne dabei die Stärken von einem Manga-Medium zu übernehmen. Und da herrscht keine Spannung. Das Mystery, die Mystery-Komponente ist nicht wirklich da. Und ja, wie gesagt, ihr kriegt das Spiel viel günstiger. Warum solltet ihr das hier lesen? Der einzige Charme dieser Manga-Adaption ist in meinen Augen halt, dadurch, dass das Spiel halt charmant zu sein scheint. Dementsprechend kriegt Angels of Death von mir halt, ja, eine 3 von 10. Ich glaube, ich überrasche keinen, wenn ich sage, dass ihr das hier auf jeden Fall skippen solltet. Und ja, es ist ein Trauerspiel, dass man halt auch uns Shonen-Fans damit schon wieder so verarscht. Es ist kein Shonen, es ist halt wirklich einfach. Ich frage mich halt, warum Tokyopop? Einerseits hatten sie Call of the Night, was eine geile Lizenz ist, wo man vielleicht auch richtig hätte noch mehr Shikimiki machen können, anstelle von nur dem Glow-in-the-Dark-Schriftzug. Und dann ist das hier das große Highlight des Shonen-Programms. Hä? Really? Okay. Also ich verstehe diesen Verlag nicht. Aber gut. Kommen wir zur Abmoderation. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Habt ihr den ersten Band von Angels of Death gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Kennt ihr vielleicht sogar das Spiel? Schreibt es mir gerne unten rein. Ansonsten über einen Daumen nach oben wünsche ich euch, über ein Abo sowieso. Wenn ihr nun Manga kaufen wollt, hoffentlich nicht Angels of Death, schaut gerne unten in der Videobeschreibung. Dort sind meine Affiliate-Partner verlinkt. Wenn ihr über meinen Link kauft, kriege ich eine gewisse Provision. Das hilft dem Kanal, weil es fließt eh wieder alles hier rein. Und ja, danke fürs Zusehen und tschüss.